Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und diese Berechnung ist sehr präzis, übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Liebe Doriana, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Geburtshoroskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt kommen wir auf den Wesentlichen, dein Geburtshoroskop. In die Mitte erscheint ein Engel, das ist dein persönlicher Schutzengel, weil nach Kabbalah herrschte in dem Tag dieser Engel, in dem Tag, wo du geboren bist. Dieser Engel heißt Leuviach und hat die Zahl 19. Also die Zahl 19 hat für dich auch eine Bedeutung. Engel Leuviach ist Engel der Erinnerungen, hilft Ziele setzen und hilft Ziele auch erreichen, hütet die kosmischen Bibliothek, diese Weisheit, hilft Prüfungen des Lebens zu verstehen und auch eine Lösung finden. Gibt uns Kraft und gibt uns Mut, stärkt uns. Lässt die Wahrheit und Gerechtigkeit erkennen, stärkt unserem Gedächtnis und erinnert uns an den früheren Leben. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und du bist ein Kind davon. Und diese Schütze-Energie, wie ein Kostüm, begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Das ist der erste Eindruck, was die Menschen von dir haben. Und hier im ersten Lebensbereich wird das symbolisiert und hier ist die Tierkreiszeichen Schütze. Warum habe ich das so gelegt, diese Karte, dass das beide Lebensbereich wirkt? Das kann ich so erklären. Die Tierkreiszeichen Schütze steigt in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Du bist aber noch gar nicht geboren. Und dann erreicht die Mitte und dann kommt deine Geburt. Und diese Schütze-Energie öffnet den Tor zu diesem ersten Lebensbereich und hat einen großen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Aber die Schütze hat noch einen Einfluss auch auf den 12. Lebensbereich auch. Was vermittelt Schütze? Erstens die Feuerelement. Und das ist die Begeisterung, die Beweglichkeit, die Kraft und Mut. Aber gibt dir einen Hinweis, du brauchst Ziele im Leben. Nicht umsonst hast Leuviach als Schutzengel. Ziele setzen, Ziele erreichen. Die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch heißt das, hier sind die Wünsche. Also dein Wunsch soll dein Ziel sein und zielbewusst in die Richtung orientieren.
Die Schütze vermittelt dir sehr viel Optimismus, Lebensfreude, Bewegung, hast du einen Bezug zum Reisen, Sport und Ausland. Die zweiten Lebensbereiche sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dieser Lebensbereich hat auch ein Tor. Ich könnte sagen, hier ist die Tor. Und dieser Tor öffnet sich mit Steinbock. Aber die Steinbock hat einen Einfluss noch auf deine Persönlichkeit. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Und das bedeutet Realität, Bodenständigkeit. Und die Tierkreiszeichen Steinbock hat diese Kraft, Ziele zu erreichen, weil die Steinbock gibt nicht auf, sondern konzentriert verfolgt die Ziele, egal wie schwierig dieser Weg erstmal erscheint, und hat die Geduld und Ausdauer und erreicht die Ziele. Und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Die Steinbock vermittelt eine gewisse Weisheit, aber auch etwas Traditionelles und ein gewisser Strenge, aber das eher in ersten Lebenshälfte. In der zweiten Lebenshälfte wirkt angenehm, weil dann kommt alles in Form und stabilisiert etwas. Also ich könnte gut vorstellen, dass du beweglich warst in deiner Kindheit und Jugend, aber war ein gewisser Strenge bei der Erziehung oder haben die Grenzen gesetzt. Diese Steinbock-Energie beeinflusst deine Werte, Wertschätzung und Finanzen auch. Und das bedeutet, in jungen Jahren hast du da Einschränkungen und du bekommst mangelnde Selbstwertgefühl oder Wertschätzung. Aber das wird besser, weil hier lernst, das zu befestigen und dann sitzt es auch. Und das ist wichtig für dich, das Selbstwertgefühl und Wertschätzung verlangen von anderen und energetisch beeinflusst das die Finanzen. Und so kommt die Finanzen in Ordnung. Die dritte Lebensbereich liegen die Schulungen, natürlich auch die Erinnerungen in Schulzeit, aber bedeutet auch Austausch, Wissen vermitteln oder annehmen. Bedeutet auch Nachrichten, Kommunikation, Verbindungen zum Verwandten, Geschwister, aber auch Nachbarn, Bekannten und erkundigt alles in vertrauten Umgebung. Diese gesunde Neugier ist da, auch Beweglichkeit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann und Wassermann hat einen Einfluss auf dein Selbstwertgefühl und um deine Finanzen. Natürlich stärker ist die Steinbock. Es ist immer die stärkere Position der Tierkreiszeichen, was die Tor öffnet. Aber eine Färbung kommt von anderen aber auch. Und diese Wassermann-Energie bedeutet, im Schulzeit braucht es einen gewissen Freiraum oder du hast immer andere Ideen gehabt, warst du auch in der Zeit voraus und du hast auch mit Leichtigkeit gelernt, aber es war schwierig, dich anpassen. Die Tierkreiszeichen Wassermann vermittelt dir einen Weitblick und vermittelt dir noch etwas, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist und das soll dein Selbstwertgefühl stärken. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, was ich mit einem Baum vergleiche. Dann könnte ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes. Und das gibt Halt. Und wir brauchen diese Wurzel. Und das ist die Fundament und Basis. Und auf dem Fundament können wir bauen. Und so wächst und dehnt das alles. Und hier liegen die Ahnen, die Traditionen, unsere Herkunft und auch unserem Zuhause. Und wir brauchen diesen Halt.
Und diesem Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen, aber die Tierkreiszeichen Fischen beeinflusst noch die dritte Lebensbereich. Also hat ein Einfluss auf deine Wohnsituation. Manchmal hast du das Gefühl, es schwimmt alles weg. Es scheint alles so chaotisch zu sein. Aber die Fischen ist auch die Kreativität, ein gutes Geschmack. Und du brauchst bei deiner Einrichtung, damit du dich wohlfühlst. Wenn das die Basis ist, dein Fundament, was dir Halt gibt, natürlich ist es nicht ganz einfach im Wasser. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement, im Wasser den Halt zu bekommen. Aber Wasser symbolisiert die Gefühle. Und du brauchst immer dieses stabiles Gefühl, die innere Ruhe, diese Stabilität, weil auf diesem Energie kannst du etwas aufbauen. Wenn du unsicher bist oder Angst hast, dann verlierst du den Gleichgewicht und hast du das Gefühl, du bist wie entwurzelt, stehst haltlos da. Achte darauf, dass die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen. Astronomisch heißt das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die beiden Fischen schwimmen in verschiedenen Richtungen. Die eine Richtung ist die ständige Angst und Zweifel, Unsicherheit, Schüchternheit und das werft zurück. Das zieht die Energie nach unten und dann fühlt man sich hilflos. Man neigt sogar dazu, ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt solche Fischengeborenen auch, die neigen zum Mitleid. Und dann bekommen sie Aufmerksamkeit und so genießen die das sogar. Aber beenden dieser Zustand, die richtige Richtung ist die anderen Fisch. Und das hat auch mit Fantasie und mit Traum und mit Gefühlen was zu tun. Aber sie malen das bildhaft aus. Eine wunderschöne Traum, Fantasie, wie ein Märchen. Und das ist die Neptun-Energie hier. Und diese Märchen zum Leben. Aber wie kommt das zum Erfüllung, wenn wir das vertrauen und daran glauben? Und passiert Folgendes, dieser Traum wird wahr. Und es gibt Menschen, die wirklich ihren Träumen leben und haben außergewöhnlichen Erfolg. Auch in Finanzen, weil sie schwimmen im Geld. Und hier ist die Reichtum verborgen, auch die inneren Reichtum. Dieses Vertrauen zu haben, erstmal ein Traum, eine Vision, eine Vorstellung, da Energie lenken, die Vorstellungskraft, dann davon überzeugt sein, die Überzeugungskraft, das ist wie eine Zeugung schon, und dann das Vertrauen, daran glauben, und dann loslassen und geschehen lassen. Was passiert dann? Das schwimmt auf eins zu. Der fünfte Lebensbereich hat mit Kindern etwas zu tun und wir können von Kindern vieles lernen. Das ist spielerisch, die spielen einfach und wir sollen auch viele Dinge im Leben mal spielerisch betrachten. So kommen wir mehr zum Leichtigkeit, zum Genuss. Die Lebensfreude vermittelt das dann. Aber dieses Bild hat auch mit unseren Kindern, Enkelkindern was zu tun und auch unserer eigenen Kindheit, diese Erinnerungen. Das ist auch wichtig zum Betrachten, weil diese Erinnerungen begleiten uns bis zu unserem Lebensende und zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Die schönen Erinnerungen bewahren, weil das uns stärkt und all das, was mit Tränen verbunden sind, nicht aufhalten. Vergessen können wir nicht, aber nicht aufhalten, weil das bremst. Und das ist Vergangenheit, hat mit Gegenwart gar nichts mehr zu tun, das kommt nicht mehr. Warum sollten wir so viel nachdenken? Also es ist wichtig,
immer dort zu sein, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Und dann geht uns viel, viel leichter. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft. Dieses Tor öffnet sich mit Widder. Das ist ein Hinweis, dass du dich immer durchsetzen müsstest als Kind. Oder dass das nicht immer ruhig verlaufen ist. Es war immer dieser Kampf da. Oder musstest du gegen Geschwister oder Nachbarkinder dich immer wieder durchboxen und dich behaupten. Die Widderenergie hat noch eine Färbung auf deine Wohnsituation. Also das heißt, wenn das drauf ankommt, wenn das um dein eigenes Zuhause geht, dann zeigst du auch Kraft und setzt du dich dafür auch ein. Die sechste Lebensbereich ist die Arbeit, Alltag und Gesundheit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Du möchtest es gemütlich, friedlich haben. Und diese Stierenergie hat einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich, wo um die Kinder geht, aber auch um das Lebensfreude. Und die Stier vermittelt das Leben genießen. Die Ruhe bewahren, Bequemlichkeit und das Leben zu genießen. Die siebte Lebensbereich spiegelt etwas. Wenn du das Bild anschaust, das Gesamte, hier im ersten Lebensbereich bist du. Das ist dein Geburtsmoment. Und gegenüber ist dieser Spiegel. Das heißt, in dem Moment, wo wir geboren sind, als Neugeborenen schauen wir in diesen Spiegel. Was sehen wir in diesem Spiegel? Wir sehen unseren Seelenpartner oder unsere Seelenpartnerin. Und ich bin davon fest überzeugt, dass die Kleinkinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch Erinnerungen, auch was in die früheren Leben passierte. Und dann geht das im Unbewussten, dann erinnern wir daran nicht, aber wir spüren das oder kommen diese Bilder durch Träume. Das heißt, hier ist die Tor zur Partnerschaft und das öffnet sich mit Zwillinge. Das bedeutet nicht, dass der Seelenpartner im Tierkreis einer Zwillinge geboren ist, aber diese Zwillingsenergie öffnet sich für die Liebe. Und das bedeutet Kommunikation, Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten. Aber kann auch ein Hinweis sein, diese Verbundenheit, was du auch verspürst in dieser Seelenpartnerschaft. Aber wir haben nochmal eine Verbundenheit, was die Zwillinge erzählen. Und dazu erzähle ich auch eine Geschichte. Es gab eine Königin Leda. Sie war die Königin von Sparta. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger von Zeus. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von dem König wurde aber auch schwanger. Und Leda gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Und dann, wo Castor sterben musste, war Pollux traurig, weil in dem Moment verliert sein Zwillingsbruder. Und Pollux ging zu seinem Vater Zeus und bat um die Sterblichkeit. Er hat einfach gesagt, ich möchte mit meinem Zwillingsbruder sterben, weil mein Leben hat so keinen Sinn. Und Zeus hat das so berührt, diese brüderliche Liebe, diese Verbundenheit zwischen den beiden und sagte, nein, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat die beiden Zwillinge im Himmel gesetzt.
Und sie leuchten im Himmel als Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux. Und tatsächlich sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte erzählt für uns etwas Wichtiges. Dieser menschliche Teil, Castor, das ist unserem Dasein hier auf die Erde, unserem Schicksalsweg. Und das führt zum Tod. Das wissen wir alle, dass wir sterben. Aber wir haben noch einen anderen Teil in uns. Und das ist Pollux. Das ist ein Teil von dem göttlichen Schöpfung. Das ist unsere Seele. Und unsere Seele ist unsterblich. Und diese Unsterblichkeit zeigen die Zwillinge. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und den Kontakt zu unserer Seele finden wir in unserem Inneren. Aber in dem Moment, wo wir nach innen schauen, meditieren, zur Ruhe kommen, in dem Moment sind wir sofort, weil Pollux verbindet uns zum Schöpfer. Und haben wir diese Verbindung zum Göttlichen. Und die Liebe kennt keine Grenzen. Und wenn du mit diesem Bewusstsein lebst, dann hast du mehr Leichtigkeit. Und dann kannst du viele Dinge im Leben spielerisch betrachten. Und das zeigen die Zwillinge, diese spielerische. Die achte Lebensbereich ist gar nicht einfach zum Erklären, weil so viele Dinge gehören hier zum achten Lebensbereich. Es wurde beschrieben, das ist die Tod. Natürlich hat das mit Todesfällen und Erbschaften auch was zu tun, aber im Geringsten. Was hier wichtig ist, das Tod symbolisiert das Loslassen. Das ist die Transformation, das Loslassen. Und so bleiben wir in unserem inneren Kraft. Und das ist Pluto-Energie. Diese inneren Kraft hält das Leben erhalten. Pluto sorgt auch für die Jahreszeiten. Pluto sorgt auch dafür, dass wir erneut sind, dass unsere Zellen erneut sind, dass wir im Tiefschlaf uns erholen können. Und in Pluto ist auch die Sexualenergie. Durch die Sexualität bleibt das Leben erhalten. Und das ist dieser ganze Prozess des Loslassen, dieser Wandel, dieser Kreislauf des Lebens. Wenn wir das verstehen, das Tod ist nicht das Ende, sondern das ist ein Tor für das Neue. Und das ist dieser Bereich, achte Lebensbereich, hat aber mit Finanzen auch was zu tun. Warum? Weil hier spiegelt etwas. Die zweite Lebensbereich sind die Finanzen, liegt genau gegenüber, spiegelt etwas. Und wenn hier dein Partner ist, dann ist von ihm aus die zweite Lebensbereich, so wie bei dir, von dir aus die zweite die Finanzen, von ihm aus die zweite auch Finanzen. Also beschreibt auch das Geld des Partners. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Krebs und hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Und diese Krebsenergie heißt, die Bedürfnis angekommen zu sein, ein Zuhause zu haben. Aber Krebs zeigt auch das innere Zuhause, wie einen inneren Tempel, weil das braucht deine Seele. Und die Krebsenergie hat auch noch einen Einfluss auf die Partnerschaft. Du möchtest mit deinem Partner glücklich zu sein, mit ihm zusammen zum Leben. Die neunte Lebensbereich hat mit Ausland zu tun. Große Reise, große Veränderungen, Ausland, Auslandskontakte. Fremdsprachen bedeutet auch höheres Studium und bedeutet auch innere Reise. Die Verbindung zum Gott und auch die Frage des Sinn des Lebens. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Löwe und die Löwe hat noch einen Einfluss auf den achten Lebensbereich. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone.
die Krone des Baumes. Hier trägst du auch diese Krone. Also hier kommt die Anerkennung, Ansehen, Respekt. Und hier liegt auch die Berufung und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Und diese Jungfrau-Energie bedeutet Bescheidenheit, Klugheit, hat auch mit Schriften was zu tun oder etwas untersuchen, aber auch zum Heilung, weil im Jungfrau, in Tierkreiszeichen Jungfrau ist die Heilenergie verborgen, also heilerische Berufung. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Sehnsüchte, aber auch Freunde, soziale Kontakte. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Waage und die Waage hat einen Einfluss auf die Berufung, auf diesem 10. Lebensbereich. Die Waage ist schön und angenehm und das bedeutet bezüglich auf die Berufung, dass du deine Kreativität leben kannst oder dein guter Geschmack, Schönheitssinn. Diese vage Energie wirkt auf die Freundschaften auch angenehm, angenehme Freundschaften. Aber ein Nachteil gibt es, wenn du Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen. Oder wenn du versuchst, im Bekanntenkreis dich beliebt zu machen. Und du kannst nicht jede recht zu machen, weil das ist unmöglich. Das schließt sich aus, es geht einfach nicht. Und du musst nicht bei jeder dich beliebt zu machen. Oder Schwierigkeit entsteht dann auch, wenn du immer für andere da sein möchtest und traust nicht Nein zu sagen. Die 12. Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse. Und auch karmischen Themen. Hier in diesem Bereich ist der Rückzug. Und das brauchen wir im Leben. Und spiegelt etwas, was unsere Gesundheit betrifft, liegt auch gegenüber. Also erzählt etwas über die Ursache, die Krankheiten. Und in diesem Lebensbereich liegen auch unsere geheimen Feinde. Und dieser Tor öffnet sich mit Skorpion. Sonne. Sonne befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Löwe. Und das im 9. Lebensbereich. Das heißt, deine Lebensenergie, was für dich sehr, sehr wichtig ist, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, ein Studium und auch eine innere Reise. Und dort lebst dein Selbst. Du hast eine starke Sonne, weil Sonne regiert, beherrscht die Tierkreiszeichen Löwe. Das ist ihren eigenen Zuhause. Und das kannst du leben und du sollst es auch leben, das bist du selbst. Die Sonne ist die Zentrum unserem Sonnensystem. Und es strahlt was aus. Und du hast dieses Bedürfnis und auch dieses Geburtsrecht als Löwe geborenen, dass du wahrgenommen bist. Also immer im Mittelpunkt stehen. Das verleiht dir Glanz. Mond symbolisiert die Gefühle und Mond befindet sich im Krebs. Wieder eine sehr starke Position, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Sonne ist der Herrscherplanet im Löwe und du hast eine Löwe-Sonne. Mond ist die Herrscher über die Krebs. Ich habe Planet gesagt, sorry, falsche Bezeichnung. Die sind die beiden Lichter, die sind keinen Planeten. Also Mond ist in Tierkreiszeichen Krebs und befindet sich im 8. Lebensbereich, also für deinen Gefühlen ist wichtig immer die Transformation. Was heißt das? Angst,
Zweifel, Schuldgefühl, all das loslassen. Ein ständiger Prozess, und so bleibst du in inneren Ruhe, und daran liegt auch deine Kraft. Und du nimmst die Welt mit Gefühlen wahr, Krebs. Und du hast ein gutes Gefühl zu verspüren, wann ist die richtige Zeit zum Handeln und wann ist besser abwarten. Immer im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Aber dann höre auf deine innere Stimme. Mars setzt immer etwas in Bewegung. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Und wir brauchen auch diese Mars-Energie. Aber das ist eine männliche Form von Energie und bezeichnet auch der Mann, der zu dir passt. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im 9. Lebensbereich. Löwe steht im Mittelpunkt, weil über die Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist auch im Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Und wenn jemand im Mittelpunkt ist und hat Zuschauer, Bewunderer, natürlich dieser Mann möchte auch bewundert werden. Andersrum, du brauchst einen Mann, der du aufschauen kannst. Und dieser Mann kommt von Ausland oder hat ausländische Herkunft oder reist gerne oder hat einen Bezug zum Ausland, kann auch bedeuten höhere Bildung oder sehr spirituell. Merkur ist der Planet der Handlungen. Wie handeln wir in unserem Leben? Aber Merkur steht auch für Kommunikation. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, aber im 8. Lebensbereich, im Grenzbereich zwischen 8. und 9. Lebensbereich, aber im Löwe. Das heißt, wenn du etwas vermittelst, dann möchtest, dass der andere zuhört, dass du nicht übersehen wirst und deine Worte haben eine Bedeutung. Und das möchtest auch betonen. Und es ist Löwe, aber im 8. Lebensbereich. Und es ist wichtig, hier auch eine Art Veränderung überlegen, wie du etwas vermittelst, dass du auf den Punkt bringen kannst. Und auch lernen, zu dir selbst zu stehen. Löwe, das ist selbst. Selbst zu stehen und dich nicht aufopfern, sondern endlich Nein zu sagen. Zu Löwe ist auch wichtig bei Löwenenergie, und du hast hier Sonne, auch Mars und sogar Merkur, also zwei Planeten und die Sonne im Löwe, also das ist schon Löwe-Betonung. Die Löwe steht astromedizinisch zum Herz. Warum? Weil die Sonne herrscht über die Löwe und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und unserem Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also Löwe, Sonne steht zu unserem Herz. Und unserem Herz, so bezeichne ich das, ist eine Schatztruhe. Und wir sollen diese Schatztruhe immer wieder öffnen und reinschauen, was da alles drin ist. Was ist da drin? All das, was wir lieben. Und nicht nur anschauen, sondern das auch leben. Dazu gehört Hobby, Berufung, Liebe, Partnerschaft, Familie, Sport, Bewegung, Kunst, Kreativität. Wie auch immer, jeder Mensch liebt etwas anderes. Aber das sollte man wissen erstmal, was das ist. Und das erkennen wir dann,
wenn wir mal zur Ruhe kommen und mal überlegen, ja, was möchtest du eigentlich? Was sagt dein Herz? Und die Herz zeigt das. Und das ist die Zentrum. Und dann leben wir unserem Selbst und beherrschen wir unserem Leben. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und zeigt unsere Größe. Und damit sollen wir auch bewusst sein. Das ist unsere innere Sonne. Und das stärkt unserem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und dann bringt Jupiter auch Glück. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und zeigt uns auch die Ungerechtigkeiten im Leben. Also hat auch mit Gerechtigkeit auch etwas zu tun. Jupiter bringt auch Glück, vergrößert etwas, schenkt uns Optimismus. Jupiter befindet sich bei dir im Schütze, aber im 12. Lebensbereich. Und das hat auch eine Bedeutung. Das kannst du so vorstellen. Die Tierkreiszeichen Schütze steigt in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang, und steigt Jupiter auch auf. Ein Jupiteraufgang, könnte ich sagen, statt Sonnenaufgang. Und dem Moment, wo Jupiter den Tageslicht erblickt, bist noch gar nicht geboren. Du warst noch im Mutterleib. Jupiter steht aber ganz nah, fast auf dein Aszendent. Also, du spürst diese Energie, weil er ist da bei dir, aber du bist noch im Mutterleib. Und Jupiter zeigt dir in diesem Moment die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse des Lebens. Und Jupiter vermittelt auch Weisheit. Und das ist deine Quelle, weil das, diese Energie oder diese Weisheit hast du in dir. Und dann, kurz danach, bist du geboren. Diese Jupiter-Energie wirkt in dein Leben immer in diesem Bereich, solange bis du ihn davon befreist. Das fühlt sich so an, wenn er gar nicht geboren wäre, wenn das immer noch im Mutterleib wäre. Und das heißt, das fühlt sich so an, wenn du ständig übersehen würdest. Und die Menschen zeigen deine Größe nicht, weil du bist immer verdrängt oder klein gehalten und du spürst diese Ungerechtigkeit. Als Löwe sowieso. Was kannst du tun, dass Jupiter hier geboren wird und endlich zeigt die volle Glanz? Das kannst du mit deinem Bewusstsein. Wenn dir bewusst ist, erstens diese Begabung, was du von Jupiter geerbt hast, die tiefe Geheimnisse des Lebens zu erforschen, und Jupiter vergrößert, das geht auch in die Tiefe. Und das ist Weisheit und auch karmischen Erinnerungen. Dein Engel, denk an deinen Engel, dein Schutzengel. Erinnerungen an früheren Leben. Genau das ist es. Sei damit bewusst, das ist Weisheit. Du hast hier die Intuition. Und von diesem Quelle kannst du immer schöpfen. Und das stärkt dein Selbst und bringt es in Glanz. Zeig das nach außen, versteck dich nicht. Zeig das nach außen. Mit Mond im Krebs hast du auch dieses Gefühl,
auch diese Feinfühligkeit dazu. Aber Mond im Krebs kann manchmal sensibel sein, wie ein Porzellan, wie ein Porzellanpuppe. Und wenn du dich verletzt fühlst mit diesem Krebsmond, neigst du dazu, zurückzuziehen. Du sollst aber nicht zurückziehen, sondern deinen vollen Glanz zeigen. Hol die Löwe raus, hol dein Jupiter raus und zeig auch dein Gefühl. Und dann ist wie eine Neugeburt, dann wird Jupiter geboren. Das ist nicht der Sinn, jetzt Jupiter geboren werden zu lassen, sondern das gehört zu deiner Persönlichkeit auch, wie eine neue Identität, wie eine Neugeburt. Fühlst du dich ganz anderes. Venus ist die weibliche Energie. Du als Frau ist im Krebs. Krebs ist auch weiblich, weil über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht Mond und Mond ist weiblich und Venus ist auch weiblich. Also du hast eine sehr ausgeprägte, starke weibliche Energie und bist sehr mütterlich. Venus im Krebs, aber im siebten Lebensbereich. Und das ist Partnerschaft. Venus bringt auch Glück. Jupiter auch, Venus auch. Die sind die beiden glücksbringenden Planeten. Jupiter ist das große Glück, Venus ist das kleine Glück. Aber immerhin Glück. Saturn lenkt unserem Schicksal, hütet den Karma, hütet auch die Akasha-Chronik, das Buch des Lebens, und belehrt uns. Und gibt uns Halt und Stabilität. Es ist nicht immer angenehm, aber gibt uns dieses führt uns zum Sicherheit. Vielleicht so könnte ich das sagen. Saturn führt uns zum Sicherheit. Saturn befindet sich im Stier und das im sechsten Lebensbereich, was die Arbeit betrifft. Nun, hier ist nicht ganz einfach, weil Stier möchte das genießen, möchte das so gemütlich, friedlich, angenehm gestalten. Saturn erteilt aber hier eine Lernaufgabe und grenzt ein. Und das hat sicherlich einen Sinn, nicht umsonst hast du das im Horoskop. Wenn dich etwas stört im Arbeitsplatz, weil das nicht so gemütlich läuft, oder musst du dich durchsetzen, oder hast du Einschränkungen, das ist ein Hinweis, du sollst was verändern. Entweder dich durchsetzen, oder eine andere Arbeit suchen, was zu dir besser passt, wo du deine Berufung leben kannst. Aber ich würde sagen, dich durchsetzen und nicht ausnützen lassen, sondern dich behaupten beruflich. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich im Jungfrau im 10. Lebensbereich. Es ist nicht nur die Veränderungen, was Uranus hier zeigt, sondern eine außergewöhnliche Berufung. Uranus ist alles anderes als bürgerlich. Da fühlt sich Uranus nicht wohl, weil bricht alles zusammen. Uranus erträgt es nicht. Uranus möchte die Ideen verwirklichen. Und Uranus bringt auch Ideen. Das ist originelle Ideen, was Außergewöhnliches. Und das ist die Richtung, was deine Seele
such deine Berufung zum Leben. Bei Jungfrau einfach daran glauben, dass du das erreichen kannst. Das ist Erde-Element und zeigt die Realität. Jungfrau kann das auch ganz leicht ordnen auch, trifft auch kluge Entscheidungen, ist sehr bescheiden und überprüft das alles. Und Uranus natürlich bringt die Ideen. Und das ist Wissen. Jungfrau und Uranus hier ist wirklich Wissen und dein Wissen kannst du in Tat umsetzen. Hast du hier auch das tiefes Wissen, in welchem Bereich? Das kann auch die Heilung sein oder Medizin oder Forschung sein, kann auch Astrologie sein, weil Astrologie steht in Herrschaft von Uranus. Neptun zeigt die Träume, die Visionen, aber auch die Kreativität, eine inspirierende Energie. Neptun befindet sich im Skorpion im 11. Lebensbereich. Neptun kann aber ein bisschen trügerisch wirken. Jetzt stell dir vor, Neptun ist nichts anderes als Poseidon, Gott des Meeres. Und wie kannst du das einordnen? Wie kannst du das erforschen? Es ist schwierig, weil das ist unendlich, unendlich und auch tief. Und dieser Wasserelement, dieser Ozean oder Meer, ein großes Meer oder Ozean, das steht im Neptun Herrschaft. Das sind unsere Gefühle. Und hier entstehen die Träume, die Visionen. Und das steht auch in Herrschaft von Neptun. Und Neptun-Energie brauchen die Künstler. Aber weil das undurchschaubar ist und schwierig ist, das zum Klären oder Begreifen oder Fassen, kann Neptun ein bisschen trügerisch wirken. Und gerade hier in Skorpion, wo das auch in die Tiefe geht, mal in die Tiefe zu schauen. Und diese Skorpion-Neptun-Energie hat einen Einfluss auf deinen Freundeskreis. Es ist zwar mit Waage, öffnet sich, das ist angenehm und schön und macht dich beliebt, aber schau auch auf die Tiefe, weil du kannst im Freundeskreis, Bekanntenkreis nicht jeder trauen, weil das kann für dich trügerisch ausgehen und dann zieht dich das in die Tiefe und das wäre dann Skorpion. Pluto gibt die inneren Kraft und auch die Macht etwas bewältigen. Pluto ist im Jungfrau, aber im 9. Lebensbereich. Jungfrau, aber im 9. Lebensbereich hat mit Reisen was zu tun, mit Ausland was zu tun, mit höherem Studium oder einer inneren Reise. Jetzt schauen wir die Mondhäuser an. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Das ist die Tagesbewegung des Mondes, symbolisiert diese Strecke. Das ist wie eine Strecke durch diesen 12 Tierkreiszeichen und jede Strecke hat Einfluss von anderen Sternbildern, von Sternen. Dein Aszendent ist Schütze und befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Purvashada und heißt übersetzt Wurzel, Zentrum. Und hier liegen deine Bedürfnisse, deine Wünsche. Und das ist die Zentrum, das ist die Fokus und das ist dein Ziel. Und dann, wenn du das verinnerlichen kannst, das ist für dich das Wurzel, die Basis, die Fundament. Und du hast diese Bedürfnis.
Deine Sonne im Löwe befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purvapalguna und bedeutet was etwas Zurückkehrendes, etwas kehrt zurück in dein Leben und hier und jetzt in diesem Leben ist für dich wichtig, angekommen zu sein, dass dieser Wunsch vollendet ist. Zeig dir Energie, Vitalität, Bewegung und das bringst du jetzt auf den Punkt. Das heißt, von Vergangenheit kehrt etwas zurück. Du nimmst in Gegenwart das wahr und deine Aufgabe ist das Vollenden. Nicht davonlaufen, sondern vollenden. Dein Mond befindet sich im Krebs. Dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Übersetzt heißt umarmen. Und hier ist die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie. Es gibt bei dieser Energieverbindung immer zwei Schlangen. Die eine zieht alles nach unten. Das ist Angst und Zweifel und Schuldgefühl, kann vielleicht auch Eifersucht auch dazu zählen. Und es zieht alles nach unten und macht unbeweglich. Das sind Blockaden. Hier entstehen dann Blockaden. Das ist dann eine Art Transformation im Gefühlsebenen, Krebs, das ist Wasserelement, also Gefühlen. Und wenn wir das loslassen können, dann geht die Energie nach oben. Und das ist die Liebe, die Dankbarkeit, die Hingabe, die Begeisterung. All diese schönen Gefühle steigen immer mehr nach oben und das ist Glanz, bist du dann wahrgenommen. Dieser Mondhaus Ashlesha bedeutet faszinierend, geheimnisvoll und das bist du auch. Dein Problem liegt daran, du weißt nicht, wohin geht dein Weg und woher kommst du. Und da suchst die Antwort, woher komme ich und wohin gehe ich? Für dich ist das sehr wichtig. Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann führt zum inneren Unsicherheit. In diesem Mondhaus bedeutet auch Trennung, Vereinigung, all das Vereinigen, was für dich wichtig und wertvoll ist. Und alles andere, was nicht in dein Leben gehört, trennen, loslassen. Mars ist im Löwe und dieser Mondhaus heißt Purvapalguna, genauso wie deine Sonne. Also kehrt etwas zurück von Vergangenheit, begegnest du im Gegenwart, Aufgabe ist die Vollendung. Bei Mars ist das ein Mann, also ganz klar und deutlich, ein Mann kehrte zurück von Vergangenheit in dein Leben, du begegnest du ihm und hier hast du eine wichtige Aufgabe, das zeigt die Sonne, das zeigt Mars, hier im Löwe, vollenden. Merkur ist im Löwe und befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und einem besonderen königlichen Stern, weil Regulus symbolisiert immer seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon, Regulus ist die Stern der Könige und Herrscher. Und du brauchst diese Regulus-Energie und das hat einen Einfluss auf dein Merkur. Und Merkur symbolisiert die Kindheit und Jugend. Und das wäre wichtig, sehr, sehr wichtig gewesen, in deine Kindheit, in deine Jugend, dass die Eltern oder Großeltern oder Lehrer, Lehrerinnen, also die Erwachsenen, ich nenne mal so, dass die Erwachsenen dich wie eine Prinzessin behandeln. Das wäre eine passende, gute Voraussetzung im Leben. Wenn du diese Behandlung wie eine kleine Prinzessin bekommen hast, dann hast du einen guten Start im Leben. Wenn du aber immer klein gehalten wurdest, dann ist das für dich
ein Mangel, wo du nachholen sollst. Jetzt bist du nicht die Prinzessin, jetzt bist du die Königin. Du brauchst die Krone und das ist für dich wichtig, das ist Löwe-Energie. Und Regulus ist nicht nur diese königliche Haltung, dieser Respekt zu bekommen im Leben, sondern Regulus ist die Herz der Löwe. Also Herz, Herzensangelegenheit, diese Schatztruhe zum Öffnen. Jupiter ist im Schütze, befindet sich im Mondhaus Mula und das bedeutet Fundament, Basis. Du brauchst diese Basis im Leben und bedeutet auch Herkunft, die Ursache an etwas und zeigt die Galaxie der Milchstraße, die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße, wo unsere Wünsche ist. Also das vermittelt dir Jupiter. Venus, das ist diese weibliche Energie im Krebs. Die Mondhaus heißt Bushia und es ist eine ganz starke Intuition. Und auch dieses Gefühl, der richtige Zeitpunkt im richtigen Ort zu sein. Saturn ist im Stier und dieser Mondhaus heißt Mruga und zeigt in eine Richtung und das ist die Nordpol. Und die Nordpol befindet sich im kleinen Bär, aber hier von Orion aus wird die Richtung gezeigt, Nordpol zum Orientierung. Du brauchst immer Orientierung in dein Leben und das ist auch deine Lernaufgabe, das zeigt dir Saturn. Rahu und Ketu, das sind die beiden karmischen Knoten. Ketu zeigt die alten Karma, alten karmischen Erfahrungen. Das ist in der Tierkreiszeichen eine Zwillinge. Hier im Bereich Partnerschaft, das sind karmische Erinnerungen hier. Und dieser Mondhaus, wo Ketu ist, heißt Punarvashu. Und wird von Sirius bestrahlt. Also Sirius hat einen Einfluss auf die alte Karma und diese alten karmischen Erinnerungen kommen im Bereich Liebe, Partnerschaft. Und Sirius ist eine von dem hell leuchtenden Stern im Himmel, so viel ich weiß, sogar die allerhellste überhaupt, wurde auch bei Ägyptern verehrt, das ist wie ein Diamant, leuchtet im Himmel und zeigt auch in Richtung Nordpol als Orientierung. Du brauchst in Liebe, Partnerschaft die Orientierung und da kommen auch karmische Erinnerungen. Und weil Sirius so hell leuchtend ist, das ist Glanz. Dass dieser Mann ist der, den du bewunderst. So glanzvoll erscheint in dein Leben. Die neue Richtung, was deine Seele ausgesucht hat, ist Schütze. Das heißt, dein Selbst aber nicht vergessen, sondern kümmere um dein Selbst. Damit hier ein Ausgleich da ist, ein Gleichgewicht nehmen und geben. Und Rahu hier im Schütze, das ist dieser neue Weg, was deine Seele ausgesucht hat, weil du brauchst diese Lebenserfahrung, weil das fehlt dir und das befreit dich, das ist die Schütze um dein Selbst kümmern. Und dieser Mondhaus heißt Utashada und das heißt die Wünsche, die Vorstellungen leben und die höheren Selbst, dieser höheren Selbstbewusstsein. Das muss verankert werden. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen hier oben im Jungfrau, hat einen Einfluss auf deine Berufung. Dieser Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet Handlungen und wird von Windermeatrix bestrahlt. Diese Windermeatrix ist die Weinleserin und vermittelt Lebensfreude. Also mach das für dich beruflich, was dir Lebensfreude bedeutet. Aber diese Weinleserin zeigt auch die Geduld, weil bis diese
Traube reif ist, das braucht Zeit bis zum Ernte. Neptun zeigt die Träume hier im Skorpion. Anuradha ist dieser Mondhaus, eigentlich bringt Glück. Und das ist ein glücksversprechender Mondhaus. Die indischen Astrologie nennt man das auf Elefanten reiten, das heißt von Schicksal gesegnet zu sein. Und dieser Mondhaus wird von Akrab bestrahlt und es wurde in Indischen auch verehrt, weil das ist die dritte Auge. Dieser Stern Akrab befindet sich im Skorpion oberhalb von den Augen, erscheint wie eine dritte Auge und das ist die hellsichtige Fähigkeit, die spirituelle Fähigkeit in die Tiefe schauen, diese Begabung. Pluto ist im Jungfrau, das ist die inneren Kraft und Stärke. Uttarapalguna heißt dieses Mondhaus und bedeutet Ernte. Du wirst ernten. All das, was du vorstellst im Leben, was du erreichen möchtest. Aber ist wichtig, immer die beide Seiten, die Münzen anschauen. So sind jetzt Sonne, Mond, Planeten verteilt in Horoskop, bildhaft dargestellt. Und die kommunizieren miteinander, weil die sind miteinander vernetzt. Das ist wie im Computer oder wie im Internet, nicht Computer, da sind auch vernetzt, aber wie im Internet, so kannst du das vorstellen, die sind miteinander vernetzt. Sonne hat einen sehr guten Einfluss auf dein Aszendent oder auf dein Lagna. Mars und Sonne stehen in Verbindung, wirken gemeinsam. Das ist eine sehr starke Energie und Kraft. Merkur steht mit Jupiter in einer sehr schönen Verbindung. Merkur, Jupiter stehen auch, das ist deine Weisheit, dein Wissen. Jupiter unterstützt das, das ist das höhere Bildung. Merkur ist das Wissen, Jupiter ist schon eine höhere Bildung. Die beiden stehen in einer sehr schönen Verbindung. Mond und Saturn stehen auch in einer sehr schönen Verbindung. Das heißt, hier Saturn und Mond, achte auf deinen Gefühlen, immer in inneren Ruhe bleiben, belehrt dich Saturn, dann kommt das alles in Form, so wie du das wünschst. Du hast aber einen Quinkungsaspekt zwischen Jupiter und Venus. Das heißt, Jupiter und Venus stehen in einer Verbindung und das ist ein Quinkungsaspekt. Jupiter zeigt deine Weisheit und deine Größe. Venus ist deine Weiblichkeit, deine Liebesenergie. Und diese Verbindung, weil die beiden wirken gemeinsam auch, das bedeutet dieser Quinkungsaspekt wie ein Pendel. Kannst du das so vorstellen? Vor dir ist ein Pendel, unbeweglich, und jemand fragt, du solltest sagen, welche Richtung schlägt es aus, links oder rechts. Dann kannst du nichts sagen, weil du sagst dann, ja, ich kann vielleicht mal raten, links oder rechts, aber sicher bin ich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, welche Richtung schlägt es. Und da erzeugt das eine gewisse Unsicherheit. Und das erlebst du in dein Liebesleben. Du weißt nie, was kommt. Du weißt es nicht. Das entspricht dieser Verbindung deinem Inneren. Wie kannst du das mit Gewissheit sagen? Jetzt weiß ich die Richtung. Wenn du deine Wünsche lebst, und bist mit deinen Größen bewusst und befreist hier Jupiter wie eine neue Identität und bist selbstbewusst. Da kann gar nichts passieren, weil dann bestimmst du die Richtung und diese inneren Zweifel, Unsicherheit, dieses Gefühl, oh, ich weiß nicht, was da kommt, weil ich kann das nicht einschätzen. Dann hört es auf, weil was passiert, du bestimmst es. Dann weißt du, in welche Richtung das geht, bist du nicht auf anderen ausgeliefert.
Liebe Doriana, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.